Warum änderte Günther Stern seinen Nachnamen in anders? Naheliegend scheint hier eine gedankliche Verquickung seiner Arbeit mit seinem Status als Außenseiter und Heimatloser zu sein. Ein Tagebucheintrag der Mutter aus dem Jahr 1917 legt diesen Gedanken gar in die Kinderschuhe ihres Sohns. Günther Anders ist dann noch keine 15 Jahre alt. Sie schreibt, Zitat, Günther leidet unverkennbar an dem Streben, anders sein zu wollen als die Kameraden. Er möchte originell sein. Vor dem Untertauchen in der Masse hat er geradezu Angst. Zitat Ende. Anders sein, nicht in der Gemeinschaft, nicht in der Welt aufgehen, nicht wirklich dazu gehören, nicht angepasst zu sein. Doch der pragmatische Grund für die Namensänderung ist weitaus profaner und bezieht sich auf seine Zeit als Schreiberling für den Berliner Börsenkurier. Der damalige Kulturpapst Herbert Ihering mahnte ihn an, man könne nicht alle seine Artikel, seien zu viele, immer mit Günther Stern veröffentlichen. Stern erwiderte, so schreibt es Konrad Paul Liesmann, dass man ihn dann eben irgendwie anders nennen solle. Und genau dies wurde dann zu dem Namen, unter dem er auch bekannt wurde. Günther Anders. In der dritten und letzten Folge über den deutsch-jüdischen Philosophen sollen nun die bisher angesprochenen Themen zusammenlaufen. Es geht nun um sein Engagement gegen die Atombombe und gegen den Vietnamkrieg. Es geht aber auch um ein Thema, welches dank weniger Milliardäre vor kurzer Zeit wieder in die Nachrichten gespült wurde. Es geht um die Raumfahrt. Und damit willkommen zur zweiten Produktion. Nach Hiroshima blieb Anders erst einmal stumm. In einem Interview mit Konrad Paul Liesmann gab er kurz vor seinem Tod Folgendes zu Protokoll, Zitat, »Ich habe vor dem weißen Papier gesessen und versucht, über die Ungeheuerlichkeit zu schreiben und fand nicht die Worte und konnte mir auch das, worüber ich schreiben wollte, nicht vorstellen.« Zitat Ende. Dieses es sich nicht vorstellen können, wurde zu seinem zentralen Thema in der Beschäftigung mit der Atombombe. Denn Anders fragte sich, was die Menschen daran hindern würde, die atomare Situation, in der sie ja nach 1945 im Kalten Krieg lebten, angemessen wahrzunehmen. Man kann es auch allgemeiner formulieren, warum können sich die Menschen mit der Apokalypse, die ihnen droht, nicht anfreunden? Auf diese Frage, die uns heute mit Blick auf die Klimakatastrophe wieder begegnet, hat Anders folgende Antwort. Die Apokalypse ist zu groß, zu überschwellig. Sie kann nicht wahrgenommen werden, weil wir gegenüber der Fantasie, uns selbst zu vernichten, blind sind. Diese Blindheit hat auch mit unserer Unfähigkeit zu tun, dem Problem der atomaren Bedrohung sprachlich gerecht zu werden. Jeder Terminus verfehle notgedrungen die Bedrohung, so Anders, und daraus resultiert unsere Unfähigkeit zur Angst. Denn nur, was wir artikulieren können, können wir auch fürchten. Denn selbst das Monster unter dem Bett können wir irgendwie fassen, die Zerstörung der Welt aber nicht. Anders schreibt dazu, und diese Aussage sollte uns mit Blick auf die Klimakatastrophe zu bedenken geben, Zitat, nicht obwohl die Reize zu groß sind, bleibt die Bedrohung unsichtbar, sondern umgekehrt, weil sie so groß, nämlich zu groß ist. Zitat Ende. Anders nennt dies die Apokalypse-Blindheit und verbindet dies mit seinen Thesen zur Antiquiertheit des Menschen. Daraus folgt, erstens ist die Welt in ihrer Monstrosität nicht mehr als Ganzes sichtbar, weil sie von uns in Erfahrungshäppchen zerstückelt wurde, um sie auf diese Weise über den Fernseher und so weiter konsumierbar zu machen. Alles ist gleichgültig, weil es durch den Fernseher gleichgültig gemacht wird. Zweitens spielt hier die von Anders beschworene prometische Scham, ja die Ohnmacht vor der Technologie eine Rolle. Man tritt an ihr den Status des Subjekts der Geschichte ab. Anders wird hier sehr konkret und formuliert dies über einen Unterschied zwischen Hiroshima und Auschwitz. Er schreibt, dass der Atombombenpilot, mit dem er übrigens lange Gespräche führte, die Menschen, die er gleich tötet, nicht mehr vor Augen hat. Der Menschentöter im Konzentrationslager hingegen schon. Raimund Bahr formuliert es noch drastischer, Zitat, in Auschwitz war die Hölle noch von Menschen gemacht und betrieben. In Hiroshima hat die Maschine bereits einen Gutteil der Arbeit übernommen. Zitat Ende.
Die Atombombe wird so zur Speerspitze eines pervertierten Systems, welches die Rolle des menschlichen Täters verschleiert. Hierzu stellt Anders eine radikale These zu den Gräueltaten auf, die amerikanische Soldaten im Vietnamkrieg verübten. Ausgangspunkt ist die Frage, warum die Soldaten ein solches Massaker an der Zivilbevölkerung verübten. Seine Antwort hängt wiederum mit seinen Thesen zur Antiquiertheit des Menschen zusammen. Die Soldaten nahmen sich im Grunde das Recht heraus, besser das Recht zurück, so mörderisch zu handeln, wie es die Maschinen taten. In My Lai beanspruchten die US-Soldaten also so zu handeln wie ihre Apparate. Der Mensch will werden wie seine Maschine. Doch diese Maschinerie, an der ganz oben die Atombombe thront, bekommen wir nicht mehr zu fassen. Und das liegt auch daran, dass wir die Bombe, so Anders, in der falschen Kategorie denken. Diese Waffe ist nämlich kein Mittel mehr, der für einen Zweck eingesetzt werden kann, denn zum Begriff des Mittels gehört ja auch, dass der Zweck darin aufgeht, also darin verschwindet. Und dafür sei die Bombe nun einmal zu groß. Damit aber dreht sich nun die Relation um, denn die Bombe ist nur noch als Mittel einzusetzen, wenn sie nicht eingesetzt wird. Ansonsten aber ist sie das, was nicht klassifiziert werden kann. Diese Bombe wird damit monströs. Diese Monstrosität führt dazu, dass die Bombe zu einer, wie sagt es Anders, Ding gewordenen Erpressung wird. Das meint, dass es unmöglich ist, die Bombe zu besitzen und nicht damit zu drohen. Diese atomare Erpressung zielt dabei natürlich immer auf die gesamte Menschheit. Und das ist der Status quo nach 1945, so Konrad Paul Liesmann. Die Grundstruktur unserer Epoche ist die der Vernichtung durch Technik und unser Wissen darum, welches aber unsere Vorstellungskapazitäten übersteigt, wodurch wir in unserem Verantwortungsgefühl überfordert werden. Was aber folgt nun aus diesem überforderten Verantwortungsgefühl? Auch hier sagt Anders etwas für unsere Gegenwart Relevantes. Wenn keiner mehr etwas Böses tut, sondern nur jeder seiner Arbeit nachgeht, also seine Funktion als Konsument, Politiker, Wirtschaftsboss oder Soldat erfüllt, so kann am Ende auch effektiv am letztlich produzierten Effekt niemand schuld sein. Gleichzeitig bleibt aber eine Individualmoral übrig, die entweder von konservativer Seite genutzt wird, um über Sicherheit und Ordnung zu fabulieren, oder sie wird von wirtschaftlicher Seite genutzt, um beispielsweise in Sachen Umweltschutz die Hauptverantwortung bei den Konsumenten auszumachen und nicht bei den Fabriken, die die Produkte herstellen. Konrad Paul Liesmann wird hier in einer längeren Passage überdeutlich, er schreibt, Zitat, die antiquierte Individualmoral, die den Kinderschänder zur Bestie stilisiert, die Luftverschmutzung, an der hunderte Kinder erkranken, aber als moralisches Problem nicht einmal zur Kenntnis nimmt, ist wohl einer der Gründe dafür, dass alle Bemühungen um ökologische Ethik, die die moralische Eigendynamik von Technologien nicht berücksichtigen, in einem fruchtlosen Voluntarismus enden müssen. Zitat Ende. Doch kehren wir zu Anders zurück und damit zu der im ersten Teil aufgestellten These, dass in Anders sich eine Einheit von Schreiben, Denken und Handeln bildet. Das betrifft, wie ich bereits erwähnt habe, vor allem Günther Anders politischen Aktivismus. Er schrieb also nicht nur über Auschwitz, Hiroshima und Vietnam, nein, er bereiste auch die Orte des Schreckens. Er sprach mit den Menschen, er brachte sich ein und wollte sich so ein Bild von dem machen, was man sich nicht vorstellen konnte. Zugleich weigerte er sich, das Gewesene als vergangen, als abgeschlossen zu betrachten oder noch schlimmer, als ein in sich eingeschlossenes Einzelereignis. Daraus resultierte zweifellos seine argumentative Härte, seine Blockadehaltung, seine Gedanken zur Frage nach der Gewalt. Das andere ist seine apokalyptische Wut und ebenso seine Unerbittlichkeit. Sein Freund und Weggefährte Hans Jonas schrieb in einem Brief an Hannah Arendt, Zitat, ein Menschheitsretter, der den Menschen nicht mehr sieht, keinen Menschen geschweige denn liebt, der Prophet, der nach dem Friedensnobelpreis schielt. Zitat Ende. Noch ein anderes Ereignis beschäftigte Günther Anders, und das war die Mondlandung der Amerikaner im Jahre 1969.
Was ihn hier interessierte, war nicht so sehr die Technologie der Raumfahrt, die es den Menschen ermöglichte, auf dem Mond zu landen, sondern der mit dem Mond verbundene Blick auf die Welt. Er schreibt, Zitat, die Erde hat zum ersten Mal die Chance, sich selbst zu sehen, sich selbst so zu begegnen, wie sich bisher nur der im Spiegel sich reflektierende Mensch hatte begegnen können. Zitat Ende. Was macht nun der Blick mit uns? Eigentlich müsste das Bild von der Erde wie der letzte Beweis der kopernikanischen Wende wirken, und zwar in dem Sinne, dass wir nun die Distanz des Wissens ablegen können. Denn wird nicht die Tatsache, dass die Welt nicht Mittelpunkt des Universums ist und dass dieser Planet sich irgendwo im Nichts befindet, nicht erst durch die Unmittelbarkeit und Nähe des Sehens immanent? Wenn man nun an die Weltraumflüge von Jeff Bezos und Co. denkt, dann müsste dieses Bild auch eine ebenso starke Bereinigung von Wissen durch Sehen nach sich ziehen. Denn was ist das Wissen, um ein pervertiertes kapitalistisches System gegen das Bild vom reichsten Mann der Welt, der in seiner phallusartigen Rakete ein paar Minuten im Weltall Urlaub macht und dann einfach und geradlinig ausspricht, was wir ja alle längst wissen, dass die Arbeiter von Amazon dafür bezahlt haben. Doch schon anders wusste, dass der Flug ins All nichts an unserer anthropozentrischen Überheblichkeit ändern würde, warum sollte dann Jahrzehnte später das Bild von Jeff Bezos und seiner Rakete etwas an unserer Schockstarre vor dem kapitalistischen Status quo ändern? Genau darauf hat Anders eine Antwort. Die Welt selbst und damit unsere Fähigkeit, sie zu erfahren, und das meint hier konkret ihre systematische Ungerechtigkeit zu erfahren, ist selbst nur noch eine Matrize, ein Phantom, welches wir im Fernsehen oder eben als Meme auf Twitter bestaunen können. Wir leiden also weiterhin an der von Anders diagnostizierten Apokalypse-Blindheit. An dieser Stelle lohnt es sich, auf einen anderen Aspekt in Günther Anders' Bemerkung zur Mondreise einzugehen, denn er spricht natürlich auch über die Rakete als Phallus. Was er aber bemerkt, ist, dass das Problem nicht darin bestehe, diese Analogie glaubhaft zu finden, sondern im Gegenteil, sie zu bestreiten. Es scheint unleugbar zu sein, dass, Zitat, das vertikale Aufsteigen der Rakete erektionshaft aussieht, Zitat Ende. Interessant ist nun, wie Anders die Rakete mit der wahren Welt des Kapitalismus verknüpft. Denn eigentlich besteht das Vergnügen und der Genuss der Waren im Kapitalismus ja darin, sie alleine, also individualistisch zu konsumieren. Die Phallusrakete aber ist hingegen nun ein kollektives Gut, welches wir vor dem Fernseher betrachten. Anders zitiert hier unterschiedliche Begrifflichkeiten, die in den damaligen Zeitungen zu lesen oder in Fernsehsendungen verlautbart wurden. Von unserer Rakete ist da die Rede, vom Nationalphallus, vom Phallus des Abendlandes, vom Konkurrenzphallus, wenn es gegen die Sowjetunion geht, oder auch vom Phallus der Erde. Die Rakete bindet also den Zuschauer auf eine Weise an sich, wie es die reguläre Ware nicht tut. Zitat, stolz und enthusiastisch können sie nun ausrufen, seiner, unser, meiner. Zitat Ende. Doch genau das ist im Fall von Jeff Bezos ja eindeutig nicht mehr der Fall. Niemand ruft hier nach einem Kollektivphallus, welchen wir bejubeln. Im Gegenteil, dieses Ereignis offenbart, dass wir inmitten einer komplexen und unübersichtlichen Welt in Zeiten obszöner Offensichtlichkeit leben. Was lesen wir denn, wenn wir uns mit aktueller linker Theorie zur Gesellschaft beschäftigen? Wir lesen, dass Superreiche und Reiche sich abschotten, Parallelgesellschaften bilden, dass sie in anderen Sphären verkehren, abgehoben sind, den Kontakt zur Welt verloren haben, und das alles auf dem Rücken der Millionen Arbeiter, die natürlich in Lohnarbeit gezwungen werden. Und was präsentiert uns Bezos? Buchstäblich das, genau das, und zwar am einfachsten und überdeutlichsten Bild, welches wir uns vorstellen können. Doch wie auch Schrecken und das Leid einer Grenze des Vorstellbaren unterliegen, so ist es wohl auch in Sachen Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Ich bin überzeugt, dass Günther Anders eine gewisse Aktualität für unsere Gegenwart besitzt. Seine Technikkritik mag der philosophischen Übertreibung entsprechend radikal sein. Ihre Grundidee von den Dingen, die wir nutzen, aber weniger verstehen als sie uns, trifft ungebrochen zu. Die atomare Apokalypse, vor der Günther Anders, Mensch des Kalten Kriegs, warnte,
mag ausgeblieben sein, das Thema der Apokalypse aber bleibt weiterhin bestehen. Und ich glaube, es ist etwas dran, wenn Anders schreibt, dass wir in einem Deadlock gefangen sind, wenn es darum geht, der kommenden Bedrohung einen sprachlichen Ausdruck zu geben, der etwas Unmögliches fassen soll, ohne damit das Ereignis so zu formatieren, dass es nicht mehr greifbar wird. Und so muss konstatiert werden, dass der Moralist und Apokalyptiker Anders etwas mit einem macht. Eine pessimistische Erdung möchte man meinen, eine, die zweifellos wichtig ist, die aber auch nicht zum Selbstzweck getätigt werden sollte. Erinnern wir uns noch einmal an seine Worte über den Nihilisten. Nur der, der unbedingt in den Kaninchenbau will, verirrt sich auch darin. Ich stelle mir derweil die Frage, ob Anders sich selbst immer daran gehalten hat. Schließen möchte ich mit meiner Lieblingsanekdote, die Anders aus seiner Zeit in Amerika erzählt und seine Position als Außenseiter unterstreicht. Er beschreibt die Situation, in der er am Straßenrand in Kalifornien spazieren geht. Er besitzt kein Auto, er will nämlich keins. Ein Polizist hält ihn an und fragt nun, wo denn sein Auto sei. Er antwortet, dass er kein Auto habe. Der Polizist erkundigt sich, ob er sich denn keins leisten könne. Es scheint in den Köpfen der Amerikaner also eine Unmöglichkeit zu geben, und zwar die, kein Auto haben zu wollen. Denn Anders verneint, er sagt, er gebe sein Geld lieber für Bücher aus. Der Polizist fährt mit den vielsagenden Worten »We know your kind« davon und ermahnt ihn, in Zukunft nicht mehr am Straßenrand zu laufen. Anders also als der andere, der Außenseiter, der Abweichler, der Querulant. Manchmal lohnt es sich, auf diese Stimmen zu hören, die sich im diametralen Gegensatz zu unserer Gesellschaft befinden. Dies sind die Grenzen dessen, was ich vermag. Der Rest gehört Ihnen.